Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu meinem Kochvideo. Heute werde ich euch eine persische Gericht kochen. Das heißt Lobia Pollo. Das besteht aus Buschbohnen. Jetzt werde ich euch die Zutaten vorstellen. Ich habe hier eine Reihe von Gewürze: Thymian, Pfeffer, Kurkuma, Zimt und Salz. Dann habe ich ein Schüsselchen Hackfleisch, dann hier habe ich Tomatenmarke, ein Kartoffel habe ich genommen für mein Reis, also unter dem Reis mache ich ein Tadik mit Kartoffeln. Dann habe ich hier die Bohnen schon klein geschnitten, die Zwiebeln ebenso. Den Reis habe ich 1,5 Tasse, also so eine Tasse habe ich genommen. Moment, so eine Tasse habe ich genommen, ungefähr 1,5 Tasse. Ich koche für 2 Personen. Den Reis habe ich vor 2 Stunden in warmem Wasser eingeweicht. So, wir brauchen natürlich Öl. Also ich werde mit meinem Reis anfangen. Ich habe das Wasser in meinem Topf schon vorgeheizt. Ich gebe hier den Reis zu und lasse ich den Reis hart weich, ungefähr, denke ich, 10 Minuten reicht oder 15 Minuten kochen. So. Nun gebe ich ein bisschen hier Salz dazu. Dann hier habe ich meine Pfanne vorgehitzt. So, ich gebe hier ein bisschen Öl. Dann gebe ich die Zwiebeln hier dazu und brate ich die Zwiebeln. So, ungefähr 2-3 Minuten, dann gebe ich den Hackfleisch hier dazu. So, nach 2-3 Minuten gebe ich mein Hackfleisch hier dazu und brate ich das Ganze. Mein Reis kocht auch parallel. Ja, dann gebe ich die Bohnen hier dazu. Dann die Gewürze. Dann die Tomatenmarke. So, dann hier brate ich das Ganze für 1 oder 2 Minuten. Dann gebe ich ein bisschen Wasser dazu, damit das Ganze ein bisschen halt gekocht wird, bis unser Reis gekocht wird. Dann hier gebe ich ein bisschen Wasser dazu. Am besten heißes Wasser. Dann lassen wir das Ganze ein bisschen kochen. Ich mache den Deckel auch zu. So, bis gleich, ihr Lieben. Nach ungefähr 10 Minuten, mein Reis ist gekocht. So, wenn man
Reis zwischen den Fingern drückt, dann es ist zwischen hart und weich. Also es muss nicht so weich sein. So, dann gieße ich das Ganze ab. Ich habe den Reis abgegossen. Ich gebe hier ein bisschen Öl dazu. Die Kartoffeln habe ich in Scheiben geschnitten. Die lege ich unter meinem Reis. Typisch Persisch, heißt Tati. So. Dann hier gebe ich ein bisschen Reis. Also wir machen das so, das eine Schicht von unserem Reis, dann eine Schicht von unserer Soße. So, aufpassen, nicht so hochstellen. Ich gebe die ganze Soße hier rein. So. Dann gebe ich den Rest vom Reis hier drauf. Ich mache den Deckel zu, lasse ich das Ganze ungefähr 15 bis 20 Minuten kochen. Bis gleich. So, ihr Lieben, nach 15 Minuten sieht das Ganze so aus. Meine Kartoffeln sind auch da hinten schön gebraten. Ich serviere meinen Reis und ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.